Moin, moin, willkommen zurück zu Hogwarts. Wir befinden uns jetzt noch hier irgendwo jo, am Rande von Hogwarts und steht unten Findus Notiz im Hof. Ich muss euch kurz erklären, worum es da geht, denn gerade bevor ich starten wollte, habe ich Post bekommen und da stand das drin. Mal gucken, ob man die Post hier auch angucken kann, vorhin Post. Dann können wir die von Scrope nochmal durchlesen. Da, hören wir nochmal. Seien Sie gegrüßt, Neuzugang des Hauses Slytherin. Scrope weiß von dem alten Buch, das Sie für Professor Fig gefunden haben. Scrope kann Ihnen helfen und Sie können Scrope helfen. Gehen Sie an meinem Pendel vorbei in den Hof. Keine Sorge, Sie können es nicht verfehlen. Und sagen Sie niemandem, dass Sie vorhaben, vor allem nicht Professor Blake. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Aber ich will einmal runtergehen zu den Typen da. Wissen, was er da noch kann. Was man mit ihm bereden kann. Hätte nie gedacht, dass Randrocks an. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Randrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Randrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Okay. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ach, wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Wer ist er hier oben denn? Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Sami und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Könnte ich mir Ihre Waren ansehen? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Ja, okay, das sind so kleinere Zutaten. Hilft bei Heilung, maximal erhöhte Gesundheit, okay. Ich kaufe jetzt nichts bei ihm. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So. Und zum Lager mal gehen? Machen wir einfach mal. Nachdem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Was soll das? Ah, Beutelchen Geld. Also richtig viel Geld kann man noch nicht hier sammeln. Vielleicht kommt das mal irgendwann zusammen. Revelio. Die schwarze Hebride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem... Wo sind die Spinnen? Wir waren hier nicht, ne? Spinnenfangzahn. Wer weiß, wofür das Ganze gut ist? Warten wir mal ab. Hau ab, du Bulle. Okay. Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Okay. Revelio. Das sieht zumindest danach aus, wo wir hin sollen. Geh zum Koboldlager. Ein Lager. Das muss es sein. Okay, ich bleib machen hier.
Ich werde nicht ruhen. Nein! Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Warte mal kurz. Schleichen wir uns mal daran. Mach mal einen coolen Stealth-Angriff oder was? Okay, wie kommt man hier rein, ist die Frage. Ist hier irgendwo ein Eingang? Ich gehe einmal außen rum komplett, gucken, ob es irgendwo einen Eingang gibt. Wahrscheinlich wieder da, wo ich gerade eben war. Blöd, wäre ich die andere Seite rumgegangen, wäre ich wahrscheinlich schon drinne. Nun gut. Testen mal. Tatsächlich gibt es hier einen Eingang. Kann ich auch nicht rein. Ja, geht's rein, okay. Okay, warte mal, wir müssen auf jeden Fall den Zauber noch haben. Ich erkenne eine Prüfung mehr. Das wird dein Ende sein. Oh, das ist Ellen. Warum ziehst du es unnötig in die Länge? Wie viele sind denn hier noch? Du bist zum Sterben. Oh nein. Idioto. Incendio. Damit kommst du nicht davon. Wer ist noch da? Da oben. Oh, das ist mein Spaß. Exilium. Wenn Renrock das nur sehen könnte. Hier ist er irgendwo. Muss da immer noch ein anderer sein, der beschießt oder so? Kann das sein? Eine Prüfung mehr? Ja, kann sein, aber wo ist jetzt hier der. Ich kann dich unterlegen. Bist du dir dessen nicht bewusst? Ah, da. Expelliarmus! Ja. Eine Wartewaffe. So, einer ist da noch.
Die Frage, wo er ist. Da oben. Mist. Protego! Ach, hier. Levioso! Incendio! Das war gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht, das stimmt. Und jetzt zu Arns Karren. Geht's auch mal hier? Wahrscheinlich nicht. Okay. Wo ist denn der Karren von ihm? Da oben irgendwo oder was? Hier passiert gar nichts. Also wir machen einmal die Prüfung hier Merlins. Da kriegen wir den Karren danach. Mal sehen. Okay, also muss ich irgendwas machen, wenn die Prüfung da ist. Aber was weiß ich noch nicht. Sie haben irgendwas anderes anscheinend. Was kann es denn hier sein? Hier ist auch irgendwas drin. Dass irgendwas rein muss. Legioso. Aber hier ist irgendwas drin schon mal. Was? Meine Ausrüstungsplätze sind voll? Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Wieso? Was habe ich denn alles noch? Guck mal hier, was da drin ist. Die definitiv jetzt benutzen? die definitiv auch. Und die kannst du zerstören. Ja, aber da kann ich noch was raufpacken. Das kann ich hier nicht. Warten wir mal ab. Ein bisschen warten wir da mal ein bisschen. Aber wir können hier halt ein paar zerstören. Den auch. Obwohl. Ja, den. Ah, lass mal kurz. So, was hier noch? Ja, definitiv. Den zerstören. Kann man natürlich auch verkaufen, aber ich mache auch ein paar Plätze jetzt. Okay. Warte noch mit. Gucken, was jetzt hier drin war. Wir konnten ja gerade nichts aufsammeln. Himmelblau. Okay, ist nicht so ein geiles Teil. Aber hier habe ich die Prüfung Merlin gemacht. Das heißt, muss hier irgendwas passieren. Die Frage, was hier gemacht werden muss. Wir müssen mal gucken. Irgendwas gibt's hier, was man machen kann. Bloß was? Ich habe noch ein anderes Kiltgewand bekommen. Gucken wir uns auch mal kurz an. Definitiv besser. Nehmen wir mit. So. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, was wir hier machen sollen, was die Aufgabe Merlins ist hier. Können wir hier aufmachen. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arn zurück? Was ist das hier? Was ist das hier? Warte mal, ich hab eine Idee. Ach hier. Komm mal mit. Könnt ihr euch hier rauflegen? Haha! Okay.
Okay, das war's aber noch nicht. Das heißt, ein Objekt haben wir gerade gemacht. Es muss hier noch mehr passieren, glaube ich. Okay. Noch mehr Sachen, die man irgendwo hinrollen kann oder so? Weil die Prüfung ist anscheinend noch nicht fertig. Hier ist auch noch was. Hier haben wir auch Kugeln, okay. Warte. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll damit, das ist das Problem. Weil ich nicht gesehen habe, in welche Löcher die sollen. Ich muss mal kurz hier liegen. Ich muss aber erst mal die Löcher finden von euch, für euch. Wo ihr rein sollt. Hier drinnen nicht, nein. Da, okay. Ach hier. Okay, eins, zwei haben wir fertig. Fehlt noch ein drittes vielleicht, oder? Ganz anderes, kann natürlich auch sein. Gucken wir hier oben nochmal ein bisschen. Irgendwas übersehen haben wir, hier ist nichts. Draußen vielleicht noch. Also hier haben wir die Kugeln alle weggeholt. Kann es ja nicht hier sein. Hier drinnen ist auch nichts. Rebellion. Nee. Hier draußen, noch vor dem. Da sind noch Kugeln. Bin ich doch gerade da, oder bin ich verkehrt? Genau, okay. Incendio. So, und die Kugeln mit. Das, glaube ich, das goldene Ding war hier oben irgendwo. Ja. Das war's definitiv. Cool. Gut, jetzt müssen wir zu Ahn zurücklaufen. Haben wir da irgendwas, wo wir schnell hinkommen? Habe ich den ganzen Weg da wieder hinlaufen müssen? Okay, also Ahn zurück, ja. So, sind wir schneller da. Könntest du jetzt noch so lange zu suchen. Wer hier wohl wohnt? Also. Könnt ihr mal reingucken, wer hier wohnt. Mal reden mit Ahn, der wird sich freuen. Gute Neuigkeiten, Ahn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Das klingt wunderbar. Gute Idee, Ahn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. So, jetzt haben wir was abgeschlossen. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, biete ich gerne meine Waren an. Gucken wir mal. Achso. Schauen Sie sich doch einfach mal um. Oh, guck mal, relativ günstig. Na, günstig und günstig, ne?
Dann kann ich ein paar Sachen kaufen. Aber wir brauchen es nicht. Wenn die Karren da sind, hat er bestimmt mehr zu Sachen. Vorbeischauen. Kommen Sie gerne wieder, ja? Machen wir. Aber jetzt gucken wir einmal kurz, was wir aufregen. Erstmal kurz in die Ausrüstung nochmal gehen. Und dann gucken wir nochmal, was für Sachen wir haben. Hm. Hier war doch irgendwas, was ich gesehen habe. Der Hut, genau. Der ist legendär, der Hut, geflickter Hexerhut. Und das Ding ist aber besser in allen Belangen. Ich kann auch keine Verbesserung machen. Das kann man bestimmt irgendwann machen. Ich weiß noch nicht wann. Warte, gib mir erstmal eine Verteidigung ein bisschen mehr. Behalten wir den erstmal. Und sehen diesen Hut an. Was gibt man hier noch? Ach, guck mal hier. Hier haben wir auch schon ein paar Sachen. Oh, einsammeln. Mehr Platz für Ausrüstung. Das ist natürlich cool. Mehr Platz für Ausrüstung. Löse 6 Prüfungen mehr. Okay, aber das ist natürlich cool, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Ah, zu gut. Okay. So. Mal in die Hütte reingucken, wer da wohnt. Würde mich interessieren. Revelio. Reingehen ist natürlich nicht in netter Art. Aber hier sind ein paar Menschen drin, okay. Na gut. Nicht so viel gefunden hier. Macht aber auch nichts. Wir gehen jetzt mal weiter. So, gucken wir uns die nächste Aufgabe an. Scopes letzte Hoffnung. Das verlorene Astrolarium. Aber ich weiß nicht, kann ich denn so tauchen einfach? Ich weiß das nicht. Ich würde mal gerne gucken, ob ich so einfach so tauchen kann, aber ich glaube nicht. Na gut. Ich weiß nicht, wo es ist, aber einfach nur so hier tauchen, das geht auch eigentlich gar nicht. Wieder mal auf Abenteuertour? Wo steht der da vorne? Und wo müssen wir tauchen? Wo ist das? Da hinten. Wie komme ich da hin? Warte mal, auch anders. Ist die Frage, wo ich hin soll da? Tja, da drüben. Aber wie kommen wir da rüber? Einfach so ins Wasser springen kann ich auch nicht. Ich kann ja nicht einfach hier schwimmen. Brauche ich da nicht so ein Kraut für? Also wie aus einem Film, dass ich denn da... Ja, ich kann schwimmen hier, aber okay. Aber wie weit kann ich schwimmen, ist die Frage. Einfach dahin schwimmen? Das kann ich. Machen wir das mal. Also wie taucht man? Gucken wir, fällt mir gleich raus, wie man taucht. Jetzt weiß ich es noch nicht. Vielleicht wissen wir es gleich. Hier muss das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Ach guck mal, hier kann ich immer an bestimmten Stellen tauchen. Okay, Schuluniform gefunden. Okay, ich dachte, man kann richtig runtertauchen, dass man auch was sieht. Das kann man gar nicht. Ein Dämmerungsumhang, okay. Ich hoffe, ich kriege auch diesen Zauberumhang irgendwann. Das wäre ziemlich geil. Da ist auch noch was. Richtiger Schaden, Zwachtung, ja. Die Sonne geht auf. Ah, guck mal da. Und Mega Power hat er auch noch gefunden. Wo war sie denn, Gute? Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Ja.
Da ist es, okay. Kehre zu Grace zurück. So. Wenn ich schwimme, das habe ich einige Leute gefragt, ob ich nur straight der Geschichte folge. Eigentlich nicht. Ich versuche irgendwie alles zu machen. Auch mal ein bisschen. Kann auch sein, dass es Folgen gibt, wo ich nur rumgehe und gucke, wo ich gar keinen Fortschritt mache. Aber dann ist das so. Ich meine, einfach nur durchrauschen durchs Spiel ist ja auch irgendwie langweilig. Deswegen. Lieber alles einmal durchgucken, das ist ja darum, worum es geht. Sonst wäre es ja auch echt öde, das Spiel. So. Hallo, Grace. Ich sehe auch echt wie Penner aus. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Ja. Ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast. Und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Danke cool. Nochmal. Nein, und ich dachte. Hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für... Ja, laber du mal. So. Geh mal kurz auf Ausrüstung. Wir haben ganz viel eingesammelt schon wieder. Kann ich noch nicht benutzen? Okay. Da ist noch ein anderer Schal. Und diesen Schal, der haben wir so. Und der geht ein bisschen, ist ein bisschen besser. Nehmen wir doch den. Kann ich nicht benutzen. Und hier. Auch den werden wir hier aufsetzen. Und den verkaufen. Okay, hätten wir verkaufen können. Ich vergesse auch immer, dass ich die Sachen alle verkaufen kann. Okay. Sehr gut. So, gucken wir noch unsere Karte noch mal kurz. Auf unsere Aufträge. Folge deinen Hinweis zu den fehlenden Seiten des Buches. So, finde Scopes Notiz im Hof. Gucken wir mal. Ah. Lass uns mal dahin gehen. Gut. So. Ich würde aber fast sagen, dass wir hier stoppen und beim nächsten Mal weitermachen. Die Folge ist heute mal ein bisschen kürzer, aber vielleicht sind die anderen auch immer zu lang. Ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die zu lang findet oder ob das okay ist so. Bis dahin. Tschüss.